Make.com Anleitung auf Deutsch. Heute geht es um die Basiseinrichtung überhaupt, die Anmeldung bei Make.com. Make.com, ein Automationstool, das dir hilft, deine Prozesse in deinem Unternehmen oder auch privat schlank zu halten. Viel Automation heißt, du hast viel Zeit für anderes. Okay. Als erstes schauen wir bei Pricing im Vergleich zu Zapier, was ein bisschen mehr Verbindungen möglich macht, aber ein bisschen auch komplizierter ist, ist Make.com viel, viel günstiger. Du kannst mit einem kostenlosen Account starten und schon sehr viel umsetzen damit. Also meine Empfehlung im Moment ist wirklich Make.com zu nutzen. Get started free. Kannst du klicken oben rechts oder Login wahrscheinlich auch. Create an Account, genau. Du kannst natürlich das jetzt ausfüllen und dabei dann auch den Serverstandort wählen, EU oder USA, dein Land angeben. Oder du kannst direkt mit deinem Google-Account einloggen. Und ich bin jetzt mit dem Google-Account eingeloggt und kann trotzdem jetzt Hosting-Region EU wählen, mein Land wählen, sign up for free. Jetzt fragt es ein paar Fragen. Die Fragebogen sehr schnell durchgeklickt, spielt eigentlich keine Rolle. Da kommst du auf die Startseite mit Vorlagen, auch ein bisschen Hilfe, erste Schritte. Und links hast du dein Hauptmenü, wo du zum Beispiel auch deine Connections siehst. Im Gegensatz zu If This Then That oder Zapier musst du nicht hier zuerst die Connections einrichten, sondern du gehst direkt in die Automationen rein. Das heißt, du gehst zum Beispiel in deine Szenarien. Automationen in Make sind sogenannte Szenarien und hier fängst du einfach an. Ich mache zum Beispiel links Folders, sage ich, ja, Demo-Folder. So kann ich meine Automationen dann auch kategorisieren, zum Beispiel private oder Social Media oder Rechnungswesen, so schön Büschele, wie wir in der Schweiz sagen. Und hier Create Your First Scenario, Open Scenario Builder. Da klickst du am besten rein. Hier hast du die ganze Liste von Apps, die du verwenden kannst. Da kannst du nicht durch die ganze Liste, es sind tausend und mehr Elemente drin, aber zum Beispiel sagst du, hey, ich habe Pocket, mein Bookmarking-Service, wenn ich etwas interessant finde im Web, dann will ich das speichern in Pocket mit dem Hashtag, also mit dem Tag dazu, LinkedIn oder Twitter oder Facebook. Und dann will ich, dass AI mir eine kleine Zusammenfassung macht und das vorbereitet in einem Google Sheet. Und wenn ich da OK schreibe, macht es automatisch die Social Media Posts. Damit ich auch noch ein bisschen Kontrolle habe, ein bisschen umschreiben kann oder meine Assistenz da noch ein bisschen feinschleifen kann. Okay, create a connection. Sam Pocket. Save. Jetzt geht es hin. Versucht Pocket zu finden. Hi Sam Steiner. Da bin ich schon eingeloggt. Authorize. Okay, jetzt wurde eine Connection zu meinem Pocket gemacht. Sehr einfach war das. Da wähle ich jetzt Status alle und wähle jetzt aber den Tag Share. Share. Wenn ich etwas lese, was ich interessant finde und das teilen will, dann werde ich das in Pocket speichern. Das kann von meinem Smartphone geschehen oder von Browser-Erweiterungen. Das hilft mir, ab und zu was auf LinkedIn zu posten, also zu kuratieren. Und
In diesem Google Sheet werde ich Spalten haben für Facebook, LinkedIn, vielleicht Threads, I don't know. Ich werde es nicht limitieren auf die Domain, ich will das limitieren auf einen Eintrag pro Durchlauf. Okay. Von jetzt an, die alten sollen nicht berührt werden. Erst von jetzt an. Gut. Das ist also mein Trigger. Und jetzt baue ich die Automation auf, sehr visuell, mit diesem Plus. Ich füge jetzt also OpenAI ein. Create a completion. Das heißt, ich will jetzt diesen Eintrag von Pocket mit AI verarbeiten. Und dafür muss ich jetzt auch meine Connection zu OpenAI einrichten. Achtung, das ist nicht eine direkte Connection zu ChatGPT, sondern du musst auf platform.openai.com gehen und dort dich registrieren. Kannst du kostenlos, da kannst du aber nicht das neueste Modell wählen, oder du lädst, ich habe zum Beispiel $20 aufgeladen und dann verbraucht es ein paar Cent davon jedes Mal. Okay, create a connection. Some OpenAI nenne ich das. API Key muss ich jetzt holen. Das heißt, ich muss jetzt gehen in diesem Fall platform.openai.com. Da bin ich eingeloggt und sehe links API Keys. Da habe ich schon für meinen anderen Make Account, aber da zu Demo-Zwecken, create new secret key. Make.com. Sam 2, Create Secret Key, das werde ich nachher direkt löschen, weil damit du das nicht verwenden kannst. Copy, ich kopiere das und pep das hier rein, Save. Das musst du natürlich für dich machen, nicht mit meinem API Key. Und jetzt kann ich hier das Modell wählen und weil ich jetzt Geld hochgeladen habe, habe ich auch die GPT-4-Versionen. Und wenn du ohne Geld hast du maximal GPT-3.5 im Moment. Okay, ich wähle GPT-4, weil in diesem Fall brauche ich GPT-4, weil ich eine Website lesen gehen will. Okay, hier muss ich aufklappen, Rolle Nutzer, Message Content, hier kommt mein Prompt rein und ich schreibe rein, versuche es auf Deutsch, du bist Digital Marketing Experte und hilfst mir. Ich habe jetzt diesen Prompt ein bisschen reingeschrieben. Da muss ich natürlich noch schleifen dran. Hier die URL, das ist jetzt wichtig. Hier die URL und ich gehe hin und rot sind meine Pocket, ist mein Pocket-Modul. Daraus nehme ich jetzt die URL. Okay, ich habe jetzt also einen kleinen Prompt, den ich sicher noch überarbeiten muss. Max Tokens, da gebe ich ein 0 ein, dann macht es die maximale Anzahl, die möglich ist. Und das kostet vielleicht 1 Cent. Okay, ich habe jetzt schon meine erste kleine Automation. Aber ich will das jetzt speichern in Google Sheets. Add a row. Jetzt muss ich natürlich mein Google Sheets auch verbinden, sign in with Google, so, okay, jetzt gehe ich aber zuerst in Drive rein, ich
habe jetzt in meinem Drive ein Folder Automation, ein Folder make.com gemacht. Darin mache ich ein Google Sheet rein und sage Social Media Kuration. URL interessiert mich. Titel des Artikels interessiert mich. Post. AI Post. AI Post. Und dann LinkedIn und Facebook. LinkedIn. Okay, LinkedIn. Okay, Facebook. Okay. Diese drei sollen ausgefüllt werden von der Automation. Wenn ich hier ein OK reinschreibe, soll es dann von einer zweiten Automation genommen werden und auf LinkedIn gepostet werden. Und dann soll es da dann reinschreiben von mir aus. Halten wir das simpel. Hier wähle ich jetzt also dieses Spreadsheet. Sheet 1 gibt nicht mehr da drin. Table contains headers, jawohl. Und jetzt sehe ich hier direkt die Spalten und kann abfüllen. URL nehme ich direkt aus Pocket, die URL. Titel nehme ich direkt aus Pocket, den Titel. Und jetzt den AI-Post muss ich natürlich aus diesem grünen Modul OpenAI nehmen. Und zwar hier unter Choices, Message, Content. Sieht dann so aus. Und diese beiden lasse ich leer. Die sind für meine manuelle Kontrolle. Okay. So, ich habe die erste Automation hier und kann Run Once klicken unten links, um das zu testen. Da hat es aber noch nichts drin, weil ich nichts jetzt neu gespeichert habe in Pocket. Mit dem Tag Share habe ich Run Once. Mal schauen, was da kommt. Es hat da nichts gefunden, also ging da nichts weiter. Man sieht hier diese Bubbles mit den Resultaten. Ich kann hier klicken. Es hat die Operation durchgeführt, aber Data Size 0 irgendwie fand es da nichts. Also hat es hier keine Bubbles. Okay. Jetzt gehe ich aber hin und sage, ich versuche etwas Englischsprachiges, Engadget.com. Das ist, tönt doch interessant, spielt eigentlich keine Rolle jetzt. Jetzt bin ich auf diesem Artikel über Apple. Oben hier habe ich mein Pocket Browser Extension. Ich klicke hier und ich muss jetzt den Tag Share hinzufügen, damit es aufgenommen wird von der Automation. Ich habe das also jetzt gespeichert. Das ging auch unterwegs mit meinem Smartphone, könnte ich das auch tun, wenn ich nach der Arbeit im Tram sitze und ein bisschen lese. Nur kurz an die App Share teilen, Tag Share dazu, an die App Pocket in diesem Fall natürlich, Tag Share dazu und es würde jetzt hoffentlich von dieser Automation aufgenommen werden. Das heißt jetzt, kann ich Run Once machen und dann sollte es durchlaufen. Oder hier unten kann ich Scheduling machen und im kostenlosen Account kann ich da bis jede Viertelstunde ist das schnellste. Oder ich kann sagen, zum Beispiel täglich um 8.23 Uhr, geh hin und schau, ob ich einen neuen Post habe. Und wenn, dann bereite es vor in Google Sheets, damit meine Assistenz das dann überprüfen kann, ein OK schreiben kann und der Rest ist auch wieder automatisiert. Das machen wir dann später. Okay, Run Once. Bang! Pocket läuft. 1. Es ging etwas, ging weiter. OpenAI ist jetzt am Laufen, liest den Artikel, fasst es zusammen und Google Sheets hat jetzt etwas gemacht. Wir gehen jetzt mal hin und schauen, ob das Resultat taugt. So,
URL hat es eingetragen von dem Gadget, Titel hat es eingetragen, diese Dinge brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Das hat alles ein bisschen gelb gemacht und hat hier reingeschrieben, Apple in der Klemme, Milliardenstrafe in Sicht. Huch, was hat Apple mit einem Apple-Emoji nun wieder ausgeheckt? Die EU sagt, bla bla bla. Hier die Highlights. Okay, das ist zu lang für ein Tweet, aber für LinkedIn könnte das funktionieren. Aber jetzt, was bedeutet das für dein Online-Business? Bleib agil und flexibel und sei frecher als die Marktgrößen. Innovation statt Konformität. Ja, da würde ich jetzt hingehen und überarbeiten und erst dann ein Okay hier reinschreiben. Und ich würde auch an meinem Prompt dann arbeiten gehen, weil das natürlich, ja, ich müsste Beiträge teilen, die mit Online-Business zu tun haben. Das liegt auch ein bisschen an mir, dass ich völlig branchenfremd da diesen Artikel gepostet habe. Was denkbar wäre, dass ich einen zweiten Tag hätte für meine Interessen, die außerhalb von meinem Geschäftsgebiet sind, die ich vielleicht auch mal auf LinkedIn teilen will. Und dort hätte ich dann einen anderen Prompt drin, der jetzt nicht den Link macht zu Online-Business, weil von Apple als Tech-Gigant zu meinem kleinen Online-Business ist doch ein bisschen ein Sprung. Okay. Aber das Prinzip funktioniert. Beitrag vorbereitet in Google Sheets. In einem nächsten Video schauen wir die zweite Automation an, wie ich dann hier überarbeiten kann, sagen kann, okay, das ist ein bisschen übertrieben und jetzt ist gut, ich schreibe jetzt hier okay rein und dann sollte die zweite Automation hingehen und den Post machen. Das heißt, ich könnte jetzt wirklich eine Assistenz dazu nehmen, die da manuell noch überprüft, aber mit der Zeit kann das ja sich gut einspielen und ich habe sehr, sehr wenig mit Social Media Kuration dann zu tun. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, wir sehen uns im zweiten Video.